Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knauke und ich freue mich, dass du dabei bist. Bevor wir heute weiter an der chinesischen Mauer rumfrickeln, würde ich gerne ein paar Geldautomaten aufstellen, denn der sieht relativ überrannt aus und vor allem denke ich mal, dass die hier alle warten werden. Man könnte auch mal nachsehen, wie viel Geld die überhaupt mithaben. Unter anderem verbleibendes Budget $511.37 und man sieht, guck mal, am Geldautomat gezogen, 1385. Und bei Bargeld, bei Ankunft, hatte der nur 660 mit. Das heißt, Geldautomaten bringen richtig viel Schotter. Ist das Gruppenbudget. Okay, alles klar, die ganze Gruppe. Müssen wir mal andere anklicken. Hier, Bargeld bei Ankunft, 611. Die steht jetzt gerade aktuell am Automat. Zieht da wahrscheinlich irgendwas? Okay, dann haben wir ihn hier. 627 und am Geldautomat gezogen. Das heißt, Geldautomaten sind ultra wichtig. Das heißt, wir platzieren auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Geldautomaten hier überall verteilt. Ich glaube, die sind sogar fast wichtiger. Jetzt bin ich gespannt. Die sind fast wichtiger als Gehege. Ist so. Oder Spendendosen. Die Geldautomaten, die bringen's. Alter, was ist denn hier los? Looney Bloons. Jeder will Looney Bloons haben, ne? Obwohl die schon Ballons haben, stellen die sich nochmal an, um vielleicht das Glück zu haben, einen der seltenen blauen Ballons zu kriegen. Und ganz rare ist Orange. Hier, das ist der Ultimate Balloon. Ist so. Den kriegen nur ganz spezielle Gäste. Junge, Geldautomaten sind echt... Also die muss ich echt öfters platzieren eigentlich. Mitarbeiterraum hat keinen Strom. Hey, warum? Ja, aber, hä? Warte mal, wir haben doch hier einen Stromgenerator, der kaputt ist. Techniker rufen. Wir könnten ja mal rufen. Transformator. Techniker wurde angefordert. Solarmodul. Techniker wurde angefordert. Alter, wir haben 10 Problemfälle hier. Solarmodul. Stromquelle nicht zugänglich. Hä, warum? Oh, stimmt. Hast recht. Da ist aber sowas von recht. Huch. Ja, Moment. Das kann ich erklären. Ich erkläre dir das sofort. Und zwar muss das so sein, denn das ist vom TÜV noch nicht abgenommen worden. Mhm. Genau deswegen. Eieieiei. Wie konnten wir das denn vergessen? Wege? Okay, pass auf. Mitarbeiterweg. Du darfst gerne... Jetzt geh doch mal in die... Alter, wo hat der denn jetzt an? Ach so, ich habe da oben ja noch gar keinen Weg. Stimmt. Fehler vom Spiel, der hat mich nicht drauf hingewiesen. Was hatten wir denn hier? Dieses Mosaik, ne? Mosaik, da. Rasterausrichtung? So, dann gehen wir einmal hier entlang. Dann können wir bis hier gehen. Hier hinten kann ich dann auf einmal, weiß ich nicht, so 20 Meter legen. Das ist ja nicht das Problem, aber hier brauche ich die 1 Meter Stücke. Dann gucken wir mal. Mitarbeiterweg nach... So. Da oben sollst du dran. Da oben. Hallo? Du so... Ach so, warte mal. Wir können doch hier... Warte mal. Wege krumm machen. Warte, wie heißt das denn hier nochmal? Gebogene Gefälle, da sind sie doch. Hä? Was machst du denn da? Hallo? Was machen Sie da? Entschuldigung. Aha! Ah ja, okay, das war ein bisschen falsch. Der muss nochmal zurück. So, dann gehen wir nämlich hier. So, und dann gehen wir hier runter. Da war doch dran. Da war... Ach, nö. Bitte, bitte. Ach so, ich bin viel zu... Hä, wo bin ich denn hier? Moment. J. Da war dran. Mann, geh doch gerade. Ja, so sollst du. Du bist ganz, ganz nett. Es geht ja nach unten. Oh. Was ist denn mit dem falsch? So, warte. Wir gehen nochmal hier.
So. Und bitte, bitte. Geh doch einfach da dran. Du sollst einfach sagen, ja, ich connecte mit dem. Kann doch nicht sein. Connecte mit dem. Oh. Warum connectet ihr denn nicht? Habt ihr nicht so die Connection zueinander oder was? Hey, muss ich das jetzt verstehen? Kann mal hell werden? Danke. Warum komme ich hier nicht raus? Echt jetzt? Nee, ich will doch gar nicht hoch. Alter, jetzt ist aber hier Zappenduster. Jetzt ist hier Ende im Gelände. Jetzt ist hier... So. Und jetzt? Hä? Hä? Wer hat jetzt das Sagen? Hä? 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 Mann, ey. Gebogene Gefälle, weg. So. Jetzt bist du erreichbar, ja? Und da oben machen wir jetzt erstmal wieder Mosaik hin. Mosaik. Alter. Hä? Da ist auch Mosaik. So. So wollte ich das haben und nicht anders. Stromquelle nicht zugänglich. Das ist gelogen. Oder? Ist das im Arbeitsbereich? Arbeitsbereich Asien? Ist im Arbeitsbereich Asien. Ich weiß nicht, was die haben. Das ist zugänglich. Hat er noch nicht gecheckt. Was ist denn hier los? Warte mal. Die Seuche ist ausgebrochen. Oh, die Seuche ist ausgebrochen. Okay. Kegelrobbe. Mach die Robbe. Robbe. Mach die. Alter, hier sind aber echt viele drin, ne? Warum seid ihr so viele Kegelrobben? Dabei mag ich eher Bowling. Kegelrobbe. Kegelrobbe. So, was haben wir denn da? Seid ihr Einzelgänger? Guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an. Kegelrobbe, warte mal. Seid ihr Einzelgänger? Nein, oder? Ja, nein, vielleicht kurz an. 2 Männchen, 8 Weibchen. Dann ist doch keine Überbelegung. Moment, das müsste doch eigentlich passen. Kegelrobbe, Kegelrobbe. Schreist du noch? Schreist du noch? Da ist ein Infizierter, infiziert mit Kambylopokota, Enteritis. Ah ja, okay. Wenn du das sagst. Pass auf, dich können wir freilassen. Dich können wir freilassen. Das war's. Warum? Eingeschränkte Aufnahmebedingungen. Was ist das denn? Was wollen die denn da mit einem sagen? Eingeschränkte? Wird behandelt gegen. Ja, okay, okay, okay. Ist ja super. Ist ja toll. Aber warum kann ich dich nicht... Ah! Ich glaube, ihr... Seid ihr Gekaufte? Kann sein, ne? Zum Handelszentrum schicken. Yep. So, und dann kann ich die beiden nämlich hier verkaufen. Ha, ha, ha. Verkaufen. Schnellhandel. Bestätigen. 7000 Ocken bringen die? Ich guck mal ganz kurz was. Ich möchte nur was kurz gucken. Nur mal gucken. Ja? Wir schicken sie wieder zurück. Ich will nur was wissen. Hier wollte ich gar nicht hin. 16.000? Oh. Überleg mal. Ich mach das alles nur, damit die ihn leben. Ach, yeah. Mann. Ja, hier in Kugelrobbe. Nur, weißt du, nur damit die in Freiheit leben.
Oh, das tut weh. Stromquelle ist nicht zugänglich. Willst du mich veräppeln? Wo ist mein Weg? Ah, da. Mein Weg war weg. Wieso war mein Weg weg? Oh, warte. Kann das sein, dass das nicht connected ist? Wege. Moment, Mitarbeiterweg. So, jetzt ist aber connected, ne? Solarmodul, ja, das könnte sein. So, wollen wir Solarmodul, muss repariert werden, Techniker kommt, sehr schön. Gang ist Gavial. Was wollen die jetzt hier von mir? Irgendwas ist hier falsch im Busch. Ganges Gavial. Oh, Ganges Gavial ist gut. Dass wir da ein paar freilassen. Freilassen die Ganges Gaviale. Die Ganges Gaviale. Haben wir auch sehr viele Tiere von. Oh ja. Wie alt könnt ihr denn werden? Nur mal so. Da. Ja, ihr habt ja noch ein bisschen vor euch, ne? Heißt, wir können eigentlich alle die weggeben. Die hier. Au. Ja, kommen auf jeden Fall viele nach. Alles klar. So, freilassen. Ciao. So, Gangesgaviale haben wir erledigt. Dann haben wir als nächstes die Leistenkrokodile. Nicht zu verwechseln mit den Fußkrokodilen oder den Armkrokodilen oder den Knöchelkrokodilen oder den Kopfkrokodilen. Leistenkrokodil. So. Bist du ein Albino? Albino. Uff. Oh ja. Ey, die heißen gleich. Ich glaube, die sind Geschwister. Oh. Aber warte mal, da ist eine Überbelegung oder ist da ein Revierkampf nur? Überbelegung. Bei 4 Tieren. 6 Tieren. Okay. Ach, warum habe ich mir das auf den Hut geschrieben? Rappenantilope auch noch. Ah, okay, okay. Die Rappenantilope, die Rappenantilope, die Rappenantilope. Die wird jetzt freigelassen. Hä? Sind die Rappenantilopen Einzelgänger? Also one-on-one? Oder wie läuft das bei denen? 1 zu 10. 1 on 10. Okay. Das heißt, die Rappenantilopen, da werden wir dann wohl oder übel. Kann ich die beiden freilassen? Nein. Weil die auch noch gar nicht fast ausgewachsen sind. Obwohl, muss ja. Zum Handelszentrum schicken. Ja. Dann müssen wir die so verkaufen. Geht nicht anders. Mist. Ich wollte ja sowieso wieder hier reinsetzen, weil die viel zu klein waren. Mhm. Little Stinker, Hallöchen. Dann Miguel, hallo. Dann haben wir Cinderella X, Hallöchen. Chica, Hallöchen. Ottis, Fontenot, Hallöchen. Gavinci, hallo. Und Sophie Pelletier, Hallöchen. Ich glaube, wir stellen noch mehr Automaten auf, oder? Kann ja nicht schaden, wenn die alle hier stehen. So, stellen wir nochmal einen Automat hin. Ah, hier.
Toilette? Okay. Alter, was ist denn bei der Toilette los? Alter Verwalter. Pass auf. Einfach weil ich nett bin, stelle ich diesen Automat nicht um. Hier hin. Entschuldigung, hab den umplatziert. Neuen aufgestellt. Ja, okay. Meckert doch wieder. Können da ja eh nur. Da ist ein Geldautomat. Okay, dann stellen wir hier auch noch einen hin. So. Und das müssen wir natürlich alles in die Arbeitsbereiche integrieren. Arbeitsbereiche integrieren. Startarbeitsbereich. So, dann gehen wir mal hier hin. Sagen, der hinzufügen, den hinzufügen. Dann hatten wir da noch einen gemacht. Und hier hatten wir auch noch drei. Eins, zwei. Numero dros. Sehr schön. Hier steht auch noch ein Geldautomat, aber der wird nicht genutzt, ne? Der wird gar nicht genutzt. Aber die hier laufen gut. Und vor allem, hier gibt es richtig Schotter. Wir haben 190.000 wieder. Muss repariert werden. Okay, dann rufen wir mal Techniker. Wohlbefinden, geht alles runter. Mehrere kranke Tiere entdeckt. Ah, okay, okay. Warte mal, kann ich eigentlich sagen, hier Tiere, Status, Geschlecht, Ort, Wohlbefinden? Nee. Also ich kann halt nicht sagen, sortier mir bitte nach Krankheiten, ne? Tierarzt wurde angefordert. Okay. Tierarzt wurde angefordert. Tierarzt wurde angefordert. Tierarzt wurde angefordert. Okay, wie viele Tierärzte haben wir hier in diesem Themenbereich? Nur mal so gefragt. Tierarzt. Hm. Also im afrikanischen Themenbereich sollten wir vielleicht noch einen hinsetzen. Setzen wir dich hier hin. Ha. So, und dann kann man nämlich sagen, hier Arbeitsbereich Afrika. Se. Das ist gut. Junge, was ist denn hier? Könnt ihr euch mal ein bisschen aufteilen, so ein bisschen splitten? So, weiß nicht. Oh, toll. Oh. Ich kann Ballons platzen lassen. What? Ist jetzt sauer? Oh, mein Ballon ist geplatzt. Hm, muss ich mir einen neuen holen? Ja. Bestes Feature. Bam, bam, bam. Ballon platzen lassen. Kommst du vor wie auf dem Jahrmarkt? Jemand hat meinen Ballon platzen lassen. So eine Frechheit. Huch. Huch. Oh, geht halt auch? Nee, geht nicht. Ich hatte gedacht, da kann man mehrere platzen lassen hier. Schade. Wird der jetzt direkt besucht? Wir haben 215.000. Wir sind gut. Wir sind gut. Arbeitsbereich. Start. So. Boah, ich habe heute viel rausgefunden. Ballon platzen lassen und Geldautomaten. Aber Geldautomaten war echt wichtig. Tier ist entkommen. Was bist du denn hier? Zu lange in einer Transportbox. Bam. Der will doch nur spielen. Tier ist verstorben. Okapi. Das wird ein Problem sein. Warte mal, wie viele Okapis haben wir noch?
Passt. Isabellenbär hat es schwer. Okay, Isabellenbär müssen wir auf jeden Fall ein oder zwei freilassen. Isabellenbär. So. Was haben wir denn da? Bronzeweibchen. Ja, aber das ist ja nicht alt, ne? Heißt, wir können theoretisch die alle freilassen. Wasseraufbereitung muss repariert werden. Ja. Tier ist entkommen. Ja, wo ist denn mein Techniker? Wo ist denn mein Techniker hier? Könnte mal ein Techniker kommen? Techniker! Ja, ach. Ich habe erstmal die Hose hochgezogen, der war auf Klo. Niedriges Wohlbefinden? Warum? Hat er sich wieder festgeklettert? Der hängt im Baum. Hä, ja, wie ist denn da reingekommen? Nee, versandfertig. So, jetzt besser? Besser jetzt? Ja, ne? Ich glaube, wir sollten in der nächsten Folge mal unsere Tierärzte ein bisschen leveln. Damit das hier mal die ganze Pandemie da in den Griff bekommen. Aber Geldautomaten war ultra wichtig. Und Ballon platzen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.